Der Klett-Cotta-Block ist heute wieder in Stuttgart, unterwegs mit einem transportablen TV-Studio. Neben mir sitzt Per Leo. Vielen Dank, dass ich heute Morgen mit Ihnen sprechen darf. Ja, sehr gerne. Herr Leo, Sie haben eine Familiengeschichte geschrieben, die sich unter anderem in Bremen ereignet. Ja. Die Geschichte beginnt mit Ihren Besuchen bei der Großmutter in der Weserstraße 84. Ihr Großvater war 6 Jahre alt, als man damals in das Haus in Bremen-Fegesack gezogen ist. Was sagen die Bremer zurzeit zu Ihrem Buch? Ja, die sind in der Tat recht aufgeregt. Ich glaube, das ist die Stadt, wo das Buch doch den meisten Staub aufgewirbelt hat. Also man sieht, dass die Buchläden sind gut plakatiert mit meinem Konterfei. Die Buchstapel sind voll. Ich habe 2 Lesungen da abgehalten. Es wird im Weserkurier als Fortsetzungsroman gedruckt. Also man kann es auch andersrum sagen. Die Stadt ist nicht so groß, es passiert nicht so viel. Werder Bremen hat nicht die beste Phase seiner Geschichte. Deswegen nimmt man das schon sehr wahr. Und mein Grundeindruck ist, man ist eher so vielleicht ein wenig stolz sogar, dass es Bremen so zu literarischer Ruhm gelangt. Woher kommt der Titel Flut und Boden? Das ist eine Idee, die ich hatte, über die ich mich dann mit Herrn Kraushaar, dem Verleger, verständigt habe. Es gab Zweifel, aber die Grundidee ist ja, dass es eine Abwandlung des der Nazi-Phrase Blut und Boden ist. Und entscheidend ist aber eigentlich, dass die beiden, wenn man Flut und Boden draus macht, 2 Elemente draus werden, also die Unterschiedlichkeit betont wird. Blut und Boden ist eher ein Handy-Adjoin sozusagen, eine Verstärkung desgleichen, während Flut und Boden 2 Elemente sind. Der eine Buchstabe macht 2 Elemente draus, also einen Unterschied, und der symbolisiert natürlich die beiden Brüder, um die es da geht. Ist das nicht für den? Es gibt 2 Erzählstränge in Ihrem Buch, die eng miteinander verwoben sind. Das ist eine Familiengeschichte und eine Betrachtung der Geschichte des 20. Jahrhunderts. Ist das so korrekt? Das kann man so sagen, ja, durchaus. Also es ist mehr als ein Zweck, der verfolgt wird. Aber das ist ja generell bei Literatur so, dass Sie also im Gegensatz zur Wissenschaft eben es nicht auf eine These runterbrechen können. Aber das kann man so sagen, ja. Im Lesebericht zu Ihrem Buch steht, einerseits erzählt Per Leo, und andererseits hat er ein Protokoll seiner Recherchen angefertigt. Ist das so richtig? Ja, das kann man so sagen. Also erzählen und recherchieren sind ja erstmal ist ja kein Gegensatz, nicht? Aus recherchiertem Material können Sie genauso erzählerisch gestalten wie aus erfundenem. Aber in dem Fall sind es teilweise eben doch auch 2 unterschiedliche Erzähltöne, weil ich ja merklich auch nicht nur Romancier, sondern vor allem auch Historiker bin. Und das habe ich auch gar nicht verleugnen wollen. Sie beschreiben die alte Familienvilla, die dortigen Gegebenheiten prägen auch die Familiengeschichte. Und Sie arbeiten an Erinnerungen an Ihrem, und Sie arbeiten sich dann zu den Erinnerungen zu Ihrem Großvater Friedrich vor. Wann haben Sie zum ersten Mal gemerkt, dass es da eine Verbindung zur SS gab? Das musste ich nicht merken, das war bekannt in der Familie. Das, also habe ich eigentlich in meiner Jugend, als ich anfing, mich mit meinem Vater über die Zeitgeschichte, das Dritte Reich und dann auch die Großeltern zu unterhalten, das war allgemein bekannt. Was nicht so bekannt war, war, was er dort genau gemacht hat. Darüber schreiben Sie im Buch aber eigentlich auch nicht so richtig, ne? Nee, weil es auch mir auch nicht so wichtig war. Es ging nicht darum, irgendeinen Entdeckerstolz aufzutragen oder ein dunkles Geheimnis zu lüften. Es war in dem Sinne kein Geheimnis. Das Kapitel heißt ja auch kein Geheimnis. Deswegen wäre das jetzt für die Geschichte, die ich erzählen wollte, auch nicht wichtig gewesen. Wann kam Ihnen die Idee, über Ihren Großvater Friedrich zu schreiben? Eigentlich sehr früh. Also im Grunde schon mit den ersten Recherchen. Ich habe es dann aber lange, letztlich 20 Jahre, liegen lassen. Beziehungsweise ich habe nicht darüber erzählt, sondern es eher zum Ausgang dann einer Forschungsarbeit gemacht, aus der meine Doktorarbeit dann hervorgegangen ist. Welchen Titel hat die? Die Doktorarbeit heißt Der Wille zum Wesen. Ist die schon erschienen? Die ist schon im vorigen Jahr bei Matthes und Seitz in Berlin erschienen. Wird jetzt auch oft zusammen mit diesem Buch wahrgenommen. Da gibt es durchaus Berührungspunkte. Die würde ich auch gerne mit dem Titel abbilden. Ja, gerne. Also Wille zum Wesen bei Matthes und Seitz. Mhm. Dann habe ich aber die Handhabe, das doch erzählerisch zu machen, verloren, bis ich dann sehr spät eigentlich die 2. Hauptfigur, den Bruder Martin, entdeckte. Und erst als ich diese beiden Brüder zusammen hatte, da entstand dann auch der Impuls, darüber zu schreiben. Der Nazi alleine hätte mich dann doch nicht genug interessiert. Ja. Auf Herrn, war die professionelle Hilfe wirklich notwendig, die Sie gesucht haben, als Sie zu spüren begannen, was da wegen Ihres Großvaters auf Sie zukam? Diese Seite haben Sie gestern Abend im Literaturhaus gelesen. Ja. Hören wir doch noch mal kurz rein. Als ich Mitte Januar 1995 aus den Weihnachtsferien zurück nach Freiburg kam, versank ich in Agonie,
und tauchte in Panik auf. Nie zuvor hatte ein Frühling so unerträglich grell begonnen, wie in den frühen Märztagen, als meine Großmutter starb. Sollte ich über diesen Tod so etwas wie Traurigkeit empfunden haben, hätte er in der Rangliste meines Elends nur sehr weit hinten unter was auch noch passierte rangiert. Meine größte Sehnsucht galt dem Einbruch der Dunkelheit, wenn ich ohne den brennenden Fluchtimpuls, der tagsüber jede innere Ruhe verhinderte, ich im Bett liegen, Zeile für Zeile zusammen und hatte keine Ahnung, wie aus diesen Wissenskrümeln je eine Seminararbeit entstehen sollte. Doch wenn ich, um mich von der Anstrengung zu erholen, ab und an aufsah und abwechselnd aus der Stadt hinaus zum Rhein und aus meinem Elend hinaus auf das gelbe Haus blickte, dann ging es mir zwar nicht besser, aber wenigstens stand die Zeit mal still. Von solch seltenen Momenten der Linderung abgesehen, wirkten nicht einmal die sonst zuverlässigsten Stimmungsaufheller. Dass Werder Bremen um ein Haar deutscher Meister geworden wäre, nahm ich zur Kenntnis wie das Ergebnis einer Schweizer Kantonswahl. Und dass ich 1995 in Freiburg das 1995 veröffentlichte Lied mit dem Titel Freiburg, das ein Befreiungsschrei hätte sein können, überhaupt nicht bemerkte, ist ebenfalls sehr bezeichnend. Ich weiß nicht, warum ich euch so hasse, Tanztheater dieser Stadt. Ich bin alleine und ich weiß es und ich finde es sogar cool und ihr demonstriert Verbrüderung. Das Einzige, was irgendwie funktionierte, war Nazis jagen. Einen Nazi, genauer gesagt, einen toten Nazi, um noch genauer zu sein. Zeit seines Lebens hatte mir mein Großvater kaum etwas bedeutet, aber jetzt, als toter Sturmbannführer, wurde er mir ein treuer Begleiter. Eine echte Stütze in der Not. Den Entschluss zur Recherche hatte ich bereits auf der Rückfahrt aus Bremen gefasst. Und schon da war mir die Möglichkeit, Großvaters Tätigkeit bei der SS zu erforschen, wie ein Ast am Ufer eines bedrohlich schneller werdenden Flusses vorgekommen, den ich um keinen Preis mehr loslassen wollte. Es war erstaunlich einfach. Ein Anruf beim Berlin Document Center, eine Unterschrift und keine zwei Wochen später hielt ich eine Kopie seiner Personalakte in der Hand. Als ich den Umschlag, der zu dick für den Briefkasten war, auf der Schwelle unserer Mansardenwohnung in der Unterbiere liegen sah, durchzuckte mich helle Vorfreude. Für die Dauer eines Blitzes zeichneten sich vor mir die Umrisse eines Spielbretts ab, das ich so zauberhaft deutlich wie in diesem Augenblick meines ersten Erfolgs als Nazi-Jäger nie wieder sehen sollte. Aber es verschwand auch nicht mehr ganz. Wann immer ich in den kommenden Monaten, sei es über den Personaldokumenten des BDC, in der zentralen Stelle der Landesjustizverwaltung in Ludwigsburg oder im Berliner Bundesarchiv wieder ein Schriftstück in den Händen hielt und mich fragte, wie es zu den anderen Stücken passte, kam es mir vor, als säße ich in einem versteckten Kellerraum, der nichts enthielt als einen Tisch und eine schwache Glühbirne. Doch um wie viel besser war dieses einsame Spiel als die gleißende Leere, in der mein sonstiges Leben gerade zerrang. Im Grunde war es nichts anderes als die Partie Patience am Ende eines Tages, der alle Kraft zum abendlichen Lesen, Schreiben oder Ausgehen für sich behalten hat. Kein Glück, aber immerhin eine Pause, die sich zwischen den Stumpfsinn der Arbeit und die Besinnungslosigkeit des Schlafs schob. Eine Ablenkung von etwas, das auf Dauer nicht auszuhalten gewesen wäre. Eine warme Fanta in der Wüste. Von anderen nutzlosen Spielen unterschied sich dieses nur dadurch, dass es die vage Aussicht auf einen großen Gewinn enthielt, ohne dass ich gewusst hätte, wie er aussah und wo ich ihn hätte abholen können. Und dann waren die Akten ausgelesen. In groben Zügen stand das Bild meines Großvaters im Dritten Reich. Aber ich selbst konnte mich kaum noch auf den Beinen halten. Der Nazi war erlegt. Und nun? Nirgendwo ist der Frühling so ungeduldig wie in Freiburg. Als das Magnoliengewitter verstummt war, so plötzlich, wie es begonnen hatte, war da nichts mehr als Helligkeit und Hitze. Wieso haben Sie diese Hilfe gesucht damals? Die Hilfe hat mit dem Großvater ja gar nichts zu tun. Das ist... Ich habe sie tatsächlich gebraucht, also es war jetzt keine schwerste Krise, aber ich war beratungsbedürftig, weil orientierungslos, nichts Unübliches in dem Alter. Treiben Sie Sport? Ich hörte die Frage kaum, denn gerade war mir eine Idee gekommen. Vielleicht hatte ich meine familiäre Situation doch etwas zu schematisch dargestellt.
Da ist noch etwas, sagte ich. Seit einiger Zeit erforsche ich die Vergangenheit meines Großvaters. Wie sich herausstellt, war er ein dicker Nazi, sogar Berufsoffizier in der SS. Vielleicht belastet mich das auch ein wenig. Eine groteske Verkehrung der Wirklichkeit war das, eine glatte Lüge. Aber so zeigte sich nun eine Notlüge, die ihre Wirkung nicht verfehlte. Die Therapeutin ließ ihre Karteikarten in den Schoß fallen und sah mich zum ersten Mal verständnisvoll an. Lebt er noch? Nein, er ist vor 2 Jahren gestorben. Und natürlich hat er sein Leben lang geschwiegen. Natürlich, das Übliche halt. Und natürlich will man es jetzt in ihrer Familie nicht wahrhaben. Keine Ahnung, aber wenn ich darüber nachdenke, nein, bestimmt wollen die nichts davon wissen. Mir dämmerte, dass das bisher einzige Mittel, das mein Leiden lindern konnte, aus psychotherapeutischer Sicht offenbar zu den wenigen akzeptablen Leidensformen zählte. Aber da war er endlich, der erste Griff an dieser glatten Nordwand. Wollen Sie mir mehr von Ihrem Großvater erzählen? Wollte ich? Oh ja, ich wollte. Und zu meiner Überraschung konnte ich es auch. Es war, als verträte ich todeshalber meinen Großvater auf der Couch und ich sparte an nichts. Großbürgerliche Herkunft, Kriegstod des Vaters, problematische Kindheit, keine abgeschlossene Ausbildung, der Idealismus der Jugendbewegung, unstandesgemäße Ehe mit einem Mädchen von deutschem Blut und Boden. Einzige Berufe, erst Rasseprüfer, dann Chef im SS-Rasseamt. Aber die Krise hatte ja nicht den Großvater zur Ursache, sondern eher im Gegenteil. Hat der Großvater mir in dieser Orientierungslosigkeit ja einen gewissen Halt geboten, weil ich eine Aufgabe hatte, der ich nachgehen konnte. Also insofern, ja, die professionelle Hilfe war nötig, aber ihre Ursachen, ihr Anlass spielt in meinem Buch keine Rolle, weil es nur darum ging, dass in diesem Kontext dieses Beratungsgesprächs plötzlich der Großvater eben auf eine Weise thematisiert wurde, die ich erzählenswert fand. The Making of a Nazi-Enkel heißt das Kapitel. Ist das wirklich eine Art von zweiter Geburt gewesen? Nein, zweite Geburt würde ich nicht nennen, aber The Making of soll betonen, dass Nazi-Enkel zu sein, das hat natürlich einen ironischen Unterton, dass das kein schweres Schicksal ist, dem man sich nun irgendwie stellen muss, sondern dass man zu einem solchen auch gemacht wird, weil es eine Rolle ist, die einem die Gesellschaft anbietet. Und in dem Fall war es wirklich eine Rolle, in der ich einen gewissen Halt gefunden habe. Sein Bruder Martin. Genau, mein Großonkel. Genau, der sich zu Zeiten des Dritten Reichs und später in der DDR völlig anders entwickelt hat. Es gibt noch 2 andere Brüder, Johann und Heinz, ne? So ist es, richtig. Wie ist das Verhältnis zwischen diesen 4 Brüdern gewesen? Also, naja, ein Verhältnis zwischen 4 Brüdern ist schwer zu benennen, weil es natürlich, ich weiß, ihr müsst jetzt ausrechnen, dazu bin ich doch zu müde, wie viel das, aber letztlich sind es natürlich Beziehungen zwischen Individuen, nicht? Und die sind sehr unterschiedlich. Also zum Beispiel mein Großvater und seine beiden unmittelbaren, sein jüngerer Bruder Johann, die haben ein recht gutes Verhältnis gehabt, nicht besonders eng, aber ganz eng ist dann das Verhältnis zwischen Martin und Heinz gewesen, weil die nur ein Jahr auseinander sind. Und ansonsten, glaube ich, war das, also Martin und Heinz, die haben wirklich sehr lange fast ein brüderlich-freundschaftliches Verhältnis gehabt, was sich dann auch durch die DDR dann etwas lockerte. Aber ansonsten kann man sagen, haben diese Brüder keine starken Gefühle, glaube ich, füreinander gehabt. Aber ich weiß auch nicht genug darüber. Wie ist denn das Verhältnis später gewesen, nach dem Krieg zwischen Martin und Friedrich? Also soweit ich das überblicken kann, von großer Distanz geprägt, auch vom Bewusstsein der Gegensätzlichkeit, auch vielleicht vom Bewusstsein dafür, dass das gleiche Regime dem einen eine Karriere ermöglicht hat, während es dem anderen großen Schaden zugefügt hat, aber niemals von offenem Konflikt. Es wurden Briefe gewechselt über die innerdeutsche Grenze, es wurden dann später, als Martin das Alter erreicht hatte, auch Besuche gemacht, aber die, soweit ich das erinnere oder weiß, hatten die einen sehr förmlichen, steif bürgerlichen Charakter. Da herrschte keine große familiäre Nähe zwischen den beiden. Aber auch keine Abneigung, zumindest keine offen ausgetragene. Die beiden Ehegattinnen der Brüder, die haben sich hingegen sehr gut verstanden und auch dann, als sie dann ihre Männer überlebte, haben die sich richtig angefreundet, mussten sie nicht, weil sie schon befreundet waren, aber sehr gut verstanden. Aber die Brüder selbst waren einander reserviert gegenüber. Darf ich noch mal sehen? Ja. Wie verträgt sich die Romanform mit der Ausbildung als Historiker? Ach, sehr gut. Also Sie müssen, wenn Sie, es ist ja, wenn Sie Historiker sind und einen Roman schreiben,
dann ist das ja zunächst mal eine große Entlastung, eine große Befreiung. Sie dürfen plötzlich Dinge machen, die Sie als Historiker so nicht machen dürfen. Also Sie haben alle Freiheiten des Schreibens. Ja? Sie können sogar erfinden. Niemand wird Ihnen das zum Vorwurf machen, nicht? Während Sie bei der Wissenschaft auf jedes Detail achten müssen und es vor der wissenschaftlichen, aber auch im Zweifelsfall vor der nicht wissenschaftlichen Öffentlichkeit, wenn Sie plagiieren zum Beispiel, nicht, rechtfertigen. Das mache ich ja nicht. Nee, Sie nicht, aber wenn man das, wenn man das tut, nicht? Also dann da hat man mit schweren Einsprüchen zu rechnen, während Sie als Literat nur den einen Einspruch akzeptieren müssen oder sich anhören müssen, das ist schlechte Literatur. Der ist schlimm genug, aber Sie sind ansonsten komplett frei, nicht? Welches waren die wichtigsten Etappen, um die Biografie Ihres Großvaters aufzudecken? War das ein systematisches Vorgehen oder spielten auch Zufälle eine Rolle? Also weder noch. Systematisch war es nicht. Zunächst mal ist der Aktenbestand, jetzt meinen Großvater betreffend, das war ja keine ganz große Figur im Dritten Reich, es war eher so mittlere Funktionselite. Der Aktenbestand ist überschaubar. Das sind, glaube ich, wenn ich zusammenzähle, 4 Archive, in denen man etwas zu ihm finden konnte. Das ist relativ schnell überschaut. Und dann gibt es, naja, einen gewissen Nachlassbestand, wenn man das so nennen will. Auch das ist nicht besonders groß. Also die Materialgrundlage ist gar nicht so breit, nicht? Also deswegen würde ich sagen, die Recherche war schnell gemacht, da war auch keine Systematik nötig. Und dann war es eher eine Frage des Arrangements, wie Sie also dieses Material, dieses recherchierte Material mit Erinnerungen, mit geistesgeschichtlichen Reflexionen und so weiter zu einer Einheit verbinden. Wie ist Ihr Großvater zur SS gekommen? War das eine Art von Fatalität oder hat er sich bewusst dafür entschieden? Er hat sich bewusst dafür entschieden. Für die SS hat man sich bewusst entschieden. Da gab es durchaus unterschiedliche Motive. Man konnte also durchaus auch aus Karrieregründen zur SS gehen, also gerade als Akademiker. Viele Mediziner zum Beispiel haben das so gemacht. Die hatten dann nichts mit unserem Klischee des SS. War er überzeugter Nationalsozialist? Ja, eindeutig. Also da muss man auch gar nichts weiter erläutern. Man könnte dann fragen, worin diese Überzeugung bestand, aber eindeutig ja. Wie hat sich's geäußert? Also für mich nur im Aktenmaterial, nicht? Also nur in seiner Karriere und in seinem Fall nochmal ganz besonders prägnant darin, dass er ja besonders am Ende im Krieg, da ist er dann bei der Waffen-SS gewesen, aber nicht als Kämpfer, sondern als weltanschaulicher Lehrer, nicht? Also seine Aufgabe bestand in den letzten 2 Kriegsjahren darin, die Rekruten der Waffen-SS, also die sogenannten politischen Soldaten der Nazis, eben nicht an der Waffe, sondern am Kopf zu schulen. Nicht? Also das lag dann seiner eigenen Ausbildung. Er hat als Wehrmachtssoldat ganz regulär am Frankreich-Feldzug teilgenommen. Dann hat er seine Rasseprüferarbeit bei der SS gemacht und ist dann 43 zur Waffen-SS und musste dort nochmal eine neue, weitere Grundausbildung absolvieren. Und da stellte sich also heraus, dass er im Wehrtaktischen und so weiter nicht die besten Noten bekam, aber im Fach weltanschauliche Schulung 42 von 42 Punkten. Gut. Da war er super, ja. Da hat er eine 1. Sie nennen Heinrich Himmler und Walter Daré um 1930 in den Bund der Achtermann. Sie schreiben für Friedrich Leo setzt die Diktatur ein besonders freundliches Gesicht auf das von Walter Daré. Was wissen Sie noch über Walter Daré? Na, über Walter Daré, der ist erstmal der Urheber dieses Slogans Blut und Boden. Nicht? Also es ist ein ziemlich wichtiger Funktionär gewesen. Er war auch der erste Leiter des Rasse- und Siedlungshauptamtes, in dem mein Großvater dann gearbeitet hat. Und er war, wenn man es ganz simpel sagen will, einer der Chefideologen für sozusagen die Überhöhung des deutschen Bauerntums. Also Walter Daré war vor allem der Nazi-Bauernführer und hat das in unterschiedlichen Funktionen hat er das wahrgenommen. Und mein Großvater ist ja erst über die Jugendbewegung, aber dann über die Athamanen in diese völkische Richtung der Jugendbewegung gekommen und hat sich dann eben der völkisch-nationalsozialistischen Überhöhung des deutschen Bauerntums als so dem vermeintlich blutsreinsten Bestandteil des deutschen Volkes angeschlossen. Er hat auch eine nicht eine Bauersfrau, aber eine Frau vom Dorf, eine Dorfschmiedetochter, also die aus diesem bäuerlichen Milieu kam, geheiratet. Also er hat sich im Grunde ganz bewusst gegen seine bürgerliche Herkunft entschieden und hat sich also dem Bauerntum zugewandt, auch aus einer Not heraus, weil er ja nach Standards dieser bürgerlichen Welt ein Versager war, das Gymnasium abbrach und so weiter. Aber deswegen ist also Walter Daré als Bauernführer und eben SS-Ideologe ist im Grunde die Orientierungsfigur, für die
über die mein Großvater in das Dritte Reich reingefunden hat, gewesen. Was hat das mit den moralischen und den pädagogischen Richtsätzen auf sich, die Friedrich, also ihr Großvater, in der Gefangenschaft verfasst und an die Familie adressiert hat? Wie ist dieser Moralexzess, der Moralbrecher, schreiben Sie, zu verstehen? Ja, das ist mir wichtig gewesen. Das ist bei meinem Großvater sehr ausgeprägt gewesen und das muss man immer ein bisschen auf dem Schirm haben, wenn man die Nazis verstehen will. Wir sehen ja heute im Grunde nur die ganz offensichtlich abscheuliche Seite, also das Verbrecherische, das Laute, das Pöbelhafte. Das fällt einem als erstes ein, wenn man an die Nazis denkt, dass man aber auch eine andere Seite hat, die ich genauso abscheulich finde, die aber auf eine subtile Weise abscheulich ist, gerade in bürgerlichen Anhängern der Nazis. Das wollte ich damit zeigen, dass mein Großvater ist ein ausgesprochener, ich würde gar nicht sagen Moralist, das ist nämlich falsch, sondern ein ausgesprochener Moralapostel gewesen, der also ständig ein überhöhtes Bild seiner selbst, aber auch den Anspruch an seine Umwelt, vor allem an seine Kinder, diesem Selbstbild zu genügen, vor sich hergetragen hat. Und das ging immer nur mit einer viel zu lauten Moralappellen. Und das Schlimme war nicht nur, dass es zu laut war und zu schrill und eine Überforderung für die Kinder bestand, sondern das Schlimme war vor allem, dass diese Moral in sich so unglaublich schwammig und raunend war. Also gleichzeitig das Höchste verlangte, aber gleichzeitig gar nicht präzisierte, worin das bestand. Und das ist schon etwas auf eine ganz subtile, hintergründige Weise sehr Grausames. Wer soll Ihr Buch lesen? Also ich wüsste jetzt niemanden, der es nicht lesen soll. Also ich könnte mir genauso einen 13-, 14-jährigen Schüler vorstellen, der sich im Geschichtsunterricht angefangen hat, dafür zu interessieren, wie Zeitgenossen, die das aus einer ganz anderen Warte beobachten können und alle, die sich für die Zeit interessieren. Aber man muss sich gar nicht mal nur für diese Zeit interessieren, weil es ja auch noch ganz starke Gegenfiguren gibt, die ja auch den Nazi so ein bisschen auf sein Maß runterstutzen sollen. Also ich würde sagen, wer gute Literatur mag, der darf es damit versuchen. Und ob es dann gefällt, ist Geschmackssache, wie immer. Vielen Dank, Herr Lehrer. Ja, sehr gerne.